Hallo Rico, stell dich doch bitte kurz dem Neustrelitzer Publikum vor. Ja, hallo, ich bin Rico Morak, bin 24 Jahre alt, bin in Berlin geboren und habe angefangen mit Fußball mit 6 Jahren und meine erste Station war Turbine Potsdam. Ja, du hast eben schon deine erste Station mit Turbine Potsdam gesagt. Wo hast du sonst noch überall Fußball gespielt? Ja, nach Turbine Potsdam kam Babelsberg. Von Babelsberg bin ich dann nach Berlin gewechselt, zu Hertha. Bin von dort in den Männerbereich zur TuS Koblenz gewechselt und bin danach wieder zu Hertha zurückgegangen für ein halbes Jahr aus Verletzungsgründen und habe dann in der letzten Saison bei Babelsberg gespielt. Ja, du hast bei der TuS Koblenz und dem SV Babelsberg 03 schon höherklassig gespielt. Was hat dich an der Aufgabe TSG Neustrelitz gereizt? Ja, das war einfach, wie sich um mich auch, also meine Person, bemüht wurde, gerade von Trainerseite auch. Und das hat mich dann auch im Endeffekt überzeugt, hierher zu kommen. Ja, von Anfang an hast du eine Führungsrolle in der Mannschaft übernommen und bist auch seit dem Saisonstart Kapitän. Fühlst du dich in dieser Rolle wohl? Ja, ich meine, für mich ist es ja auch was Neues und klar, ich meine, ich mache es gerne. Ich freue mich, dass mir das Vertrauen entgegengebracht wird und ich versuche es dann mit Leistung halt auf dem Platz auch zurückzuzahlen. Bist du mittlerweile schon nach Neustrelitz gezogen oder befindest du dich noch mitten im Umzugsstress? Ja, ich bin jetzt ich habe jetzt seit 2 Wochen meine Wohnung hier in Neustrelitz und klar gibt es noch ein, zwei Sachen noch zu erledigen, aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt schon langsam angekommen. Jetzt am Sonntag spielt ihr um 13.30 Uhr gegen den Berliner AK. Inwieweit habt ihr euch im Vorhinein mit dem Gegner schon mal auseinandergesetzt? Ja, ich denke, dafür ist der Trainer zuständig, um uns auf den Gegner drauf einzustellen. Die wurden jetzt auch schon 2-3 Mal beobachtet und ich denke mal, dass jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen noch ein paar Informationen vom Trainerstab an uns herangeführt werden. Ja, seit mittlerweile 4 Partien wartet ihr auf einen Sieg. Wird der Druck innerhalb der Mannschaft aber auch langsam aus dem Umfeld größer? Ja, was heißt Druck? Den Druck müssen wir uns ja Woche für Woche in der selber machen. Und ich meine, klar, so langsam müssen wir jetzt Punkte holen. Und ansonsten wird es halt eng, ne? Weil die Mannschaften, die punkten alle irgendwann. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt am Wochenende, dass der Fahne endlich reißt bei uns. Getreu dem Motto, alle guten Dinge sind 3. Klappt es am Sonntag mit dem ersten Heimsieg im 3. Versuch? Ja, davon gehe ich fest aus, ja. Wieso? Ja, weil wir einfach fußballerisch in den Spielen, die wir bis jetzt hier gezeigt haben, einer überzeugt haben und irgendwann musste einfach auch der Fahnen dann mal reißen. Vielen Dank.